Hallo zusammen, hier ist Rex und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute ein wenig über die Nintendo Switch reden, denn es gibt zwei Dinge, die mich im Moment sehr besorgen. Es sind Sachen, die jetzt erst in der letzten Zeit bekannt wurden und deswegen waren die vorher nicht wirklich ein Thema, über das man überhaupt nachdenken musste. Aber das erste Thema ist ein Speicherproblem mit der Switch. Ihr wisst alle, dass die Nintendo Switch leider nur mit 32 GB internem Speicher ausgeliefert wird und ich fand schon von Anfang an, dass das viel zu wenig ist. Ich weiß nicht, wieso das Nintendo macht, aber sie machen es einfach und ich kann es nicht nachvollziehen. Die Nintendo Wii hatte, glaube ich, 1 oder 2 GB Speicher. Da war das noch nicht so schlimm, weil es gab nicht wirklich Patches oder sowas. Also die ganzen Spieldateien von den ganzen Spielen, die waren eigentlich relativ klein, also die waren in Blockweise und du hattest eigentlich genügend Blöcke. Da war das noch nicht so ein Problem. Aber selbst die Wii U hatte in der Premium-Variante nur 32 GB und die Leute, die sich die normale Variante gekauft haben, die hatten sogar nur 8 GB, was für eine Next-Gen-Konsole in Anführungszeichen viel zu wenig ist. Vor allem, wenn man auch mal ein paar Spiele runterladen möchte oder auch ein paar Virtual-Console-Spiele installieren möchte, ist die Festplatte schneller voll, als man es merkt. Und das ist sogar ein Problem jetzt bei der Nintendo Switch. Die Switch hat nur 32 GB und es gibt nur die Möglichkeit, den Speicher zu erweitern, indem man eine MicroSD-Karte kauft. Das ist nicht das Problem. MicroSD-Karten sind bis 128 GB relativ günstig, aber danach wird's teuer und ich glaube, dass die Switch halt auf Dauer wirklich mehr als 128 braucht. Eine 200 GB MicroSD-Karte kostet fast 100 Euro und SanDisk ist jetzt mit 400 GB gekommen und das kostet einfach mal 250 Euro, was sehr, sehr viel ist. Und denk mal über folgenden Fakt nach. Die Switch hat nur 32 GB und selbst mit einer 400 GB MicroSD-Karte habt ihr trotzdem nur 432 GB. Das ist weniger als die PS4 und die Xbox One in der Standardausführung und das ist einfach viel zu wenig. Man muss zwar bedenken, wir haben trotzdem noch Cartridges, aber wenn die Switch halt erfolgreich wird und es wird viele Spiele geben, dann wirst du eine riesige Library haben und wenn ganz viele Spiele jetzt auf diesen Trip draufgehen, dass sie halt eine Speicherkarte benötigen, zusätzlich für Dateien, die die auf die SD-Karte ablegen müssen, dann sind wir irgendwann an dem Punkt, dass nicht mal 400 GB ausreicht und dann müsste SanDisk halt mit 800 GB kommen und wer weiß, wie viel das kostet. Und das ist einfach nur Bullshit, finde ich. Das ist einfach etwas, wo Nintendo richtig verkackt hat. Sie haben auch verkackt darin, zum Beispiel auf den Tegra K1 Chip mit Pascal-Architektur zu warten, aber ich glaube, das mit dem Speicher ist ein größeres Problem. Die Macher von dem Spiel NBA 2K18 haben sich wohl dafür entschieden, eine 20 GB Game Cartridge zu benutzen, um Kosten zu sparen, obwohl es, glaube ich, über 30 gibt und die restlichen Daten werden dann auf die SD-Karte abgelegt. Ich verstehe erstens sowieso nicht, warum Cartridges teuer sind. Ich habe das irgendwie noch nie verstanden. Kann mir das mal jemand sagen? Ich verstehe das Ganze nicht, weil es ist ja eigentlich nur Plastik. So eine Blu-ray-Disc müsste doch eigentlich teurer sein, oder? Oder da übersehe ich da irgendetwas? Das müsste mir mal jemand in den Kommentaren sagen. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass ich einfach nicht glaube, dass selbst wenn eine Cartridge ein bisschen teurer ist, dass sie den Preis so viel anheben sollte. Also es gibt Spiele wie zum Beispiel Puyo Puyo Tetris, was ich hier auch habe, das einfach mal 10 Euro mehr kostet auf der Switch und halt nichts wirklich Besonderes bietet. Es kostet zwar nur 40 Euro, aber es ist trotzdem schade, dass es 10 Euro mehr kostet als auf der PS4, was ja quasi dasselbe Spiel ist. Und dazu kommt auch noch, dass halt viele Kunden nicht wirklich Technik begeistert sind. Also manche denken halt nicht drüber nach, was das für eine Speicherkarte ist. Du brauchst halt eine Klasse 10 Speicherkarte und wenn du so eine billige kaufst, nur weil die auf Amazon aufgeploppt ist, dann hast du halt die Arschkarte, weil du musst eh eine neue kaufen, weil die entweder schnell kaputt geht oder viel zu langsam läuft und dann laufen deine Spiele langsam. Und es gibt halt jetzt auch von Nintendo selber Speicherkarten, 64 und 128 GB auch von SanDisk und die Verpackung sieht zwar genauso aus wie bei anderen Speicherkarten von SanDisk, aber die haben dann halt Mario drauf und das Nintendo Switch Logo und ich bin mir ziemlich sicher, dass Nintendo das halt für teurer verkauft, beziehungsweise SanDisk, obwohl das im Endeffekt die gleichen Speicherkarten sind und das macht mich ehrlich gesagt ein wenig traurig und ich finde es auch schade, dass die Leute versuchen wieder ein bisschen abzuzocken, beziehungsweise denen mehr Geld aus der Tasche zu ziehen. Das zweite Problem ist für mich auch ein großes, und zwar Mobile Ports. Die Switch hat bis jetzt nicht so viele Spiele, die richtig scheiße sind oder sowas, oder Mobile Ports, weil Mobile Ports sind halt irgendwie nicht wirklich volle Games und das würde einfach auf eine Konsole gar nicht passen.
Ich weiß jetzt nicht, wie krass das bei der PS4 oder Xbox One ist. Ein paar von den Indies wirken bestimmt wie Mobile Games, aber das muss ja nichts Schlechtes sein, weil ein paar der Spiele sind ja wirklich unterhaltsam und sind gut. Also da ist ja auch nicht Grafik alles. Hier kommt jetzt zum Beispiel für die Switch ein Spiel namens Gear Club Unlimited und die Leute, die sich damit auskennen, die wissen, dass Gear Club auch für Android und iOS erschienen ist. Und das ist ein ziemlich guter Racer für diese beiden Plattformen mit Microtransactions. Das ist das einzige Problem bis jetzt. Und das Spiel ist von den ehemaligen Test Drive Unlimited Machern und ich habe auf jeden Fall Vertrauen in denen. Die bringen jetzt eine Variante für die Switch im vierten Quartal, die sich Gear Club Unlimited nennt und ich glaube, das wird einfach ein Port mit komplett besserer Grafik und keinen Microtransactions, das heißt, du hast das vollwertige Spiel. Das Ding ist so, wenn das ein gutes Spiel ist, dann werden andere Entwickler auch versuchen, Spiele zu portieren und versuchen, etwas besser zu machen. Da habe ich dann kein Problem mit, aber wenn es irgendwie dazu kommen sollte, dass irgendwelche Entwickler irgendwelche Drecksgames auf die Switch portieren, wie zum Beispiel dieses scheiß Clash of Clans oder sowas, und das dann auch beworben wird von Nintendo, ich glaube weder, dass Nintendo dieses Image will, noch dass irgendjemand dieses Spiel auf dieser Plattform haben will, weil dann sich jeder denkt, jo, bringen wir mal unsere Mobile Games auf die Plattform. Und was mir richtig jetzt Sorgen macht, ist, dass die Leute, die Final Fantasy 15 gemacht haben, so ein bisschen angeteasert haben, dass das auch für die Switch kommt, was ich ziemlich gut finde. Ich persönlich weiß nicht, ob ich mir das kaufen würde und spielen würde. Die Leute sagen teilweise, dass es ziemlich gut ist. Aber was mir hier dran Sorgen macht, ist, dass wohl von Final Fantasy 15 für Android und für iOS eine Version rauskommen soll, die halt grafisch richtig, richtig rottig ist. Also ich habe das ein bisschen gesehen, da waren so ein bisschen Trailer und sowas und Gameplay. Und ich glaube, es spielt sich zwar gleich, aber es ist grafisch richtig ekelhaft. Das sieht so aus, als ob man Low-Poly 3D-Modelle genommen hätte und versucht hätte mit Cell-Shading und halt Cartoon-Grafik das Spiel irgendwie interessant zu machen und es sieht einfach schrecklich aus. Und so wie der Typ das da bei Final Fantasy geteasert hat, wirkt es ein bisschen so, als würde diese Mobile-Version von dem Spiel auf die Switch kommen und nicht die vollwertige Version von Final Fantasy 15. Wir hätten auch kein Problem mit Spin-Off-Serien quasi, die dann deutlich kleiner sind bzw. grafisch schlechter. Allgemein, wenn jetzt Final Fantasy 15 Zodiac Age auf die Switch kommen würde, hätte ich kein Problem damit, dass die grafisch runtergeschraubt ist und dass vielleicht einige Features fehlen, die in der Großkonsolenversion drin ist, die aber eigentlich nicht wichtig sind und wo das Spiel dann wirklich für eine Handheld-Konsole gut wäre. Aber ich habe halt einfach keinen Bock auf diese Android-iOS-Ports, die sind einfach schrecklich. Manche Spiele funktionieren da drauf, das ist richtig. Es gibt ein paar gute Spiele, Rollercoaster Tycoon 2 läuft auf einem Smartphone richtig gut und Gear Club zum Beispiel auch, aber es sind halt nur sehr wenige und ich will nicht diese blöden Mobile-Ports haben. Das ist einfach schrecklich. Das will keiner. Ich möchte einfach allgemein sagen, dass die Switch ein paar Spiele haben soll, die vielleicht grafisch sehr aufwendig sind und ich habe kein Problem damit, wenn man die Grafik runterschrauben würde, weil das ist halt eine Konsole, die ungefähr mit der PS3 und Xbox 360 gleich ist. Vielleicht ein wenig schwächer sogar, aber es ist halt scheiße, wenn die sagen, jo, wir machen das Spiel komplett kacke, statt einfach nur die Grafik runterzuschrauben. Wir hätten damit kein Problem. Wie gesagt, es ist eine mobile Konsole und die ist stark da drin, was sie tut. Ich will auch nicht, dass das komplett eine Indie-Maschine wird. Also ich will da jetzt nicht nur Indies drauf spielen, wo manche wirklich gut sind, aber manche nicht so geil. Weil World of Goo von 2011 oder so nochmal da drauf zu porten, ich habe es zwar gekauft, aber es war irgendwie ein bisschen unnötig. Weil das kann ich auch auf meinem Handy spielen. Und ich bin mir sicher, dass wenn sich die Switch gut verkauft, dann werden sich die Leute auch nicht darüber beschweren, dass die Versionen irgendwie grafisch ein bisschen schwächer sind und die Entwickler werden auch nicht sagen, jo, nö, die Grafik sieht scheiße aus. Wenn die das Geld sehen, dann werden die auch die Spiele auf die Switch porten. Ich hoffe einfach, ich mache mir persönlich viel zu viele Sorgen und das sind Probleme, die quasi unter den Tisch gekehrt werden. Vielleicht kommt ja Nintendo irgendwann raus mit einer 500 GB Variante oder eine 1 TB Variante. Und das war's auch fürs heutige Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.